Der Sommertag wird Ihnen präsentiert von ProElectro. Kompetent, schnell, professionell. Sie wird als Vulkan und Rockstar von der Linken bezeichnet und nimmt nicht gern ein Blatt vors Maul. Ich bin aber sicher, dass sie auch eine andere, vielleicht sogar eine sanfte Seite hat. Willkommen zum Sommertag aus dem Hotel Storchen mit der Jacqueline Badran. Herzlich willkommen. Frau Badran, auf Ihrer Homepage steht, ich muss gerade mal mit dem anfangen, garantiert bestiefelt, ehrlich, geradlinig und ein wenig besserwisserisch. Das mit den Stiefeln habe ich schon abgeklärt, das sind heute andere Schuhe und keine Stiefel. Was aber viel spannender ist, ist das besserwisserisch. Ist das jetzt einfach sehr ehrlich, einsichtig oder vielleicht sogar noch ein bisschen untertrieben? Genau so, sonst würde ich es nicht anschreiben. Genau so. Ein bisschen besserwisserisch, aber ich meine, ich weiss gewisse Sachen besser. Also, ich sehe schon, das wird gut. Das gibt ein gutes Gespräch mit viel Selbstvertrauen. Aber den mit den Stiefeln muss ich schon noch erklären. Das Entscheidende ist, dass hinten kein Rändchen hat. Also, es muss über den Knöchel kommen. Und dann ist es der Stiefel? Nein, das ist für mich das Entscheidende, dass es über den Knöchel geht. Weil, wenn es normale Schuhe sind, dann ripscht es hinten und ich bin blutig. Und das war schon immer so. Und darum habe ich eben diese Stiefel. Oder es muss einfach über dem Knöchel sein. Aber schöne Knöchel hätten sie. Nicht, dass sie etwas verstecken. Keine Ahnung, meine Knöchel mache ich mir keine Gedanken. Auf der Homepage steht auch ungepierst, untätowiert, unbeschmuckt und ungeschminkt. Heute stimmt das nicht ganz. Ein bisschen Schminke jetzt geben? Ja, das müsste man irgendwie. Dort habe ich, glaube ich, auch angeschrieben. Meistens, weil das ja neu ist für mich, dass seitdem ich so ein medialer Mensch bin, dass ich mich schminken muss. Und ich bin tatsächlich in meiner ersten Session. Als ich auf Bern gekommen bin, als ich dann die ganze Zeit die Kameras und Fotografen, da bin ich also in den Globus hineingesteuert in der zweiten Woche und bin so zu denen, da hat sich so die Schminkdame, ja, ja. Und an denen bin ich ja jahrelang vorbei und habe immer gedacht, ich habe ja das nicht nötig. Und dann bin ich zu so einer Schminkdame gegangen, die sagt, bitte, bitte, erklären Sie mir, wie man sich schminkt. Und dann bin ich also rausgelaufen mit irgendwie 340 Franken wertigem Schminkzeug und also musste tatsächlich das erste Mal im Leben ein bisschen etwas auftragen. Ja, gut. Und genau, aber nur für die Kamera. Genau, da möchte ich kurz einhaken. Sie sehen ja, ich bin auch geschminkt, wie man das so macht im Fernsehen. Yeah. Und da habe ich Ihnen etwas Kleines mitgebracht, und zwar ein Waschlumpe. Den möchte ich Ihnen schenken. Ah, oh, das ist lieb. Weil ich jetzt gespannt bin, ob Sie sich erinnern an unsere gemeinsame erste Begegnung. Jetzt wird es knifflig. Ui. Das hat etwas mit dem Waschlumpen zu tun. Habe ich Ihnen gesagt, Sie sagen den Waschlumpen? Das wäre auch nicht schlecht. Ich muss Sie kurz aufklären. Ich bin gerade geschminkt worden für eine Fernsehsendung. Sie sind in den Schminkraum reingekommen, haben mich angeschaut und gesagt, ein richtiger Mann braucht eigentlich nur eine Waschlumpe. So habe ich sie kennenlernen. Das ist eigentlich sehr beleidigend. Ja. Yeah. Okay, Entschuldigung. Es ist mal, manchmal tue ich schwätzen, bevor ich denke. Selten, aber manchmal passiert es. Ich finde halt so, wenn ich einmal bei Leuten eingeladen bin, frage ich einmal, ob ich das Bad in meinem Kästchen anschauen darf. Und den Kühlschrank. Weil ich finde, das sagt so viel über einen Mensch. Und so in die jüngere Generation, dort ist bei den Männern also schon Krämli und Sächeli und Zeug. Und jetzt für meine Generation ist das sehr irritierend, eine Art. Nennen wir es dann mal irritierend. Irritierend. Sind Sie schon als Kind so direkt gewesen? Ich glaube schon. Meine Mutter erzählt, und ich glaube, das stimmt auch. Ich kann mich auch selber erinnern, dass ich einmal, wenn wir im Restaurant waren oder im Hotel in den Ferien, da bin ich einmal zu anderen Leuten gegangen, denen auf der Schoss gesessen und habe sie ausgefragt. Also, was man halt so macht, oder? So, angeblich. Wenn wir vielleicht noch in dieser Kindheit bleiben. Sehen Sie, wir können es gerade noch brauchen. Sie sind ja mit 5 von Australien in die Schweiz gekommen, mit Ihrer Familie. Mit 12 hat Ihr Vater die Familie verlassen. Wie hat Sie das geprägt? Ja. Mein Vater war eine total wichtige Figur für mich. Er hat mich abgöttisch geliebt und hat sich unglaublich viel mit mir beschäftigt. Also, er hat mir mit 3 schwimmen gelernt, hat mich ins Wasser gerührt und gesagt, swim. Und dann hat er irgendwie mit 4 hat er mich auf den Baum gesetzt und gesagt, climb. Er hätte gern gehabt, dass ich ein Bub bin. Und hat mich, glaube ich, auch als Bub erzogen.
Und ich habe Shooter gelernt. Mit 8 hat er mir Autofahren beigebracht. Und dann seine Bekannten und Freunde zeigt, wie ich toll Autofahren kann. Mit 8 ich habe das natürlich total lässig gefunden. Dann musste man so ein Küsse ins Auto tun, damit ich überhaupt drüber schauen kann. Also ist Ihr Vater vielleicht auch ein bisschen schuld, dass Sie heute so sind, wie Sie sind? Ja, ich weiß nicht, man weiß ja immer nicht so genau, was in den Genen liegt und was ansozialisiert ist. Aber sagen wir so, er ist auch sehr ein intensiver Mensch gewesen, wenn man es so kann sagen. Ist Ihre Schwester denn ein anderer Typ gewesen, oder hat das laut ihm dann auch einen Bub geben? Nein, im ersten hat er es gut gefunden, aber mit dem zweiten, ich war ein geplantes Kind. Meine Mutter hat mich als Schützin geplant und mein Vater als Bub. Und ich bin 2 Wochen zu früh gekommen als Skorpion und als Mädchen. Wie war es, wo der Vater die Familie verlassen hat? Meine Eltern haben sich scheiden lassen, als ich 9 war. Dann ist er noch in der Schweiz geblieben. Also, er war in Australien, war Industrielle. Er hat alles stehen und liegen lassen, weil er wollte mit der Familie mitkommen. Meine Mutter hat sie in Australien, sie hat so Heimweh. Und dann ist er mitgekommen und er hat es da in der Schweiz nicht wirklich vertreibt. Das ist so ein bisschen, er war so der Mr. Nobody gewesen. Er hat immer gesagt, ich mich licht die Sprache und so. Und die Schweizer, die sagen ein bisschen dull, also ein bisschen lahm. Und dann ist er ein Jahr vor dem Krieg zurück in Libanon. Wo er eigentlich nie mehr wollte, wo er ja ausgewandert ist auf Australien. Ja, aber auch, so was hat das mit Ihnen gemacht als ja, junges Mädchen? Ich weiß es nicht, ich hatte sowieso Verbindungen, starke mit ihm. Dann bin ich halt jedes Jahr besuchen und er kam auch in die Schweiz. Gekommen. Das war gut so. Sozusagen Mutter, lieber als streitende Eltern. Mutter, 2 Töchter. Ich glaube, Ihre Mutter war Ihnen ein spezielles Vorbild gewesen. Ja, das war noch speziell. In den 60er Jahren ist sie natürlich alleinerziehende Mutter geworden, also Ende 60er Jahre. Und das war zu dieser Zeit doch sehr außergewöhnlich. Und man war dann ein Kind von einem Geschiedenigen. Was nicht unbedingt so abgesetzt wurde, ist aber doch immerhin bemerkt zu dieser Zeit. Und das hat also auch der Vater von einer guten Freundin von mir hat damals gesagt, du sollst nicht mit einem Kind von einer Geschiedenigen verkehren. Das war prägend gewesen. Aber auch so, dass der 3-Frauen-Haushalt, das ist schon entscheidend gewesen. Geht auch so. Gut, heute sind Sie selber glücklich verheiratet mit dem Viktor. Er hat Ihren Namen angenommen. Haben Sie das einfach bestimmt? Sage ich jetzt so frech? Nein, gar nicht. Das war komplett einvernehmlich gewesen. Ich habe einfach ein bisschen mehr Ausweis wie er und Badran ist ein, meiner Meinung nach, wunderschöner Name. Heißt 2 Monde oder untergehende Lichter. Das finde ich schön. Und er hat seinen Namen nicht so gern gehabt. Kemper ist nicht wüst, aber es war so für ihn so ein deutschlich gewesen. Und er ist Holländer und hat das irgendwie gefunden. Nein, er will Badran heißen. Mhm. Was damals unglaublich anstrengend war, das ist 30 Jahre her, als wir geheiratet haben, war das anstrengend gewesen, ja. Sie haben selber kein Kind oder wir wissen einmal nicht davon. Ist das bei Ihnen nie ein Thema gewesen? Doch, das war ein Thema gewesen. Aber es war nie so der richtige Zeitpunkt gewesen, sagen wir es mal so. Ich hatte echt den richtigen Vater gehabt, aber es war so wie gewesen, ja, das nächste Jahr dann. Und irgendwann... Was war denn immer wichtiger gewesen als Kind? Firma, Politik, einfach mein Engagement. Das hat wirklich keinen Raum gelassen. Und ich habe immer das Gefühl, ich wäre eine miserable Mutter geworden. Ich hätte immer Ostern vergessen. Das geht ja gar nicht. Oder keine Eile verstecken und so. Also ich sehe, Sie haben schon Ausreden, warum es denn kein Kind gegeben hat. Nein, es ist keine Ausrede. Es ist so ein bisschen mehr, ich glaube, ein Kind sollte man die Welt stellen, wenn man total eine positive Fantasie hat. Und ich habe nie eine positive, aber auch keine negative. Also nein, also Kind, um Gottes Willen, nicht, nie. Aber es war immer wie so, nicht der richtige Zeitpunkt. Und das sollte einem ja auch etwas sagen. Wenn man es nie so, also ich hatte nie so die Fantasie gehabt vom Einfamilienhäuschen auf dem Land und Kind, die draussen spielen. Das ist wie, ich habe mich schon als Kind nie so ums Private gekümmert, sondern mehr ums Allgemeine. Und ich
glaube, so bin ich halt einfach. Sehr positiv wird es aber, wenn sie von ihrem Mann Victor redet. Sie verdreht schon die Augen. Sie bezeichnet ihn selber als Happy-Hormon. Wie darf man das verstehen? Ja, er tut mir einfach gut. Wenn er rum ist, dann geht es mir einfach gut. Immer. Ist er der Einzige, der das schafft? Ja. Also immer mit dieser Konstanz. Und es ist halt sehr harmonisch. Wir streiten nie. Und das ist sehr, sehr angenehm in so einem pseudokämpferischen Umfeld wie Politik, wie das Unternehmertum. Dann ist es gut, wenn man so seine, ja, so seine harmonische Safe Space hat. Irgendwie. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Nie streiten mit der Jacqueline Badran. Ja, das ist so. Nie streiten mit ihm, mit meinen Freunden, im Basketballclub und in meinem Unternehmen. Da gibt es einfach keinen Streit. Das habe ich jetzt 21 Jahre und ich habe noch nie, nicht einmal Streit gehabt. Ich liebe harmonische Verhältnisse. Also nie Streit gehabt, nicht einmal am Cola-Automat, wo Sie sich kennengelernt haben? Nein. Aha, das finde ich noch nie. Vor dem Cola, ja genau. Ich habe irgendwie übergewunken und gesagt, hey, kommst du jassen? Und dann hat er irgendwie nicht glaubt, dass ich ihn meine und schaut zurück und sieht hinter sich den Cola-Automat. Und dann denkt er, ah, der Cola-Automat, der meint sie nicht, die muss mich meinen. Und dann ist er gekommen. Hat er denn können jassen? Ja, das habe ich eben gewusst, weil ich ihn einmal gesehen habe, jassen. Und darum habe ich ihn, wir sind nur zu dritten gewesen, und dann habe ich ihn gefragt, hey, komm doch du jassen. Und so hat die Liebesgeschichte ihren Lauf genommen? Genau. Und heute ist er unter anderem ein passionierter Comicsammler, Briefmarkensammler. Wie weit sind Sie da mit drin in diesen Hobbys? Comics sind meistens auf Holländisch, was nicht viel hilft, weil ich nicht Holländisch kann. Aber so das mit diesen Briefmarken. Also ich meine, es ist ja ein bisschen, er ist ja ein bisschen, also ich meine, wir reden da von Millionen. Also exzessiv. Also nicht Geld, sondern ja. Briefmarken. Ja, sehr exzessiv. Er ist Stempelexperte. Also für Stempel, die oben drauf kommen und er publiziert, auch wissenschaftlich. Ja, da bin ich involviert, weil von Briefmarken kann man ganz viel lernen, historisch. Und diese Geschichte höre ich mir dann einmal an. Gut, ich glaube, da könnten wir noch stundenlang über Ihren Victor reden. Wir haben aber auch noch andere Themen, die wir natürlich anschneiden wollen. Zum Beispiel, wenn wir mal Ihre Karriere ein bisschen zurückgehen. Sie haben studiert Biologie, Ökonomie, Wirtschaft und alles selber gezahlt. Wie ist das damals gegangen? Also, im ersten Studium, das war recht anstrengend, weil Biologie ist, das wissen ganz viele nicht, das ist so anstrengend wie im Medizinstudium. Das sind wirklich 40 Stunden, wo man dann aber Pflicht hat, wo man nicht einfach fehlen kann, mit Chemielabor, Physiklabor und so weiter. Und dort habe ich im Winter Skischule gegeben und im Sommer auf dem Bau geschafft. Auf dem Bau? Ja, auf dem Bau. Manchmal auch an der Weihnachtsferien noch. Da hat er dann eigentlich seinen Sohn gehabt, oder? Wie? Wenn Sie auf dem Bau arbeiten, das ist ja eher ein Mannenberuf, dann hat er dann seinen Sohn wieder gehabt, Ihren Vater? Das war mehr ein Zufall, dass einer meiner ganz, ganz guten Skilehrer-Kumpels ein Bauführer war. Und der hat mir den Job vermittelt. Und dort habe ich irgendwie, glaub, 23 Franken in der Stunde, was ein super, super Verdienst war. Ich habe unter Jahren mal im Kino Billett abgerissen, so als Billettfrau. Und dort hat es 10.50 Franken gegeben. Und das war natürlich auf dem Bau reinlegen lukrativer. Also abgesehen davon war es auch eine hervorragende Erfahrung. Alles Mögliche, ganz eine wichtige Erfahrung. Alles Mögliche gemacht, eben zum das Studium, die Studie zu finanzieren. Man darf aber schon sagen, Sie sind am Zürichberg aufgewachsen, eigentlich sehr privilegiert. Ja, also... Ja, aber es ist so ein komisch, weil wo mein Vater zurück ist in Libanon, das war ein Jahr vor dem Krieg. Und im Krieg hat er sein ganzes Vermögen verloren. Also ich bin, glaube ich, die Einzige im Zürichberg aufgewachsene, die nie einen Franken geerbt hat. Also von dem her, es ist so ein und meine Mutter hat wirklich auch müssen fest arbeiten, eben als alleinerziehende Mutter. Also es ist so ein bisschen, ja, ein Leben zwischen privilegiert und auch an der Armutsgrenze kratzen, über die Hälfte von meinem Leben, ja.
Und eben, Sie sind schon sehr stolz darauf, dass Sie das alles auch selber geschafft haben, das selber zu finanzieren, eben mit Skilehrerin, Reitlehrerin, Bridge-Lehrerin. Sind Sie auch übrigens mehrfache Schweizermeisterin, gratulieren noch zu dem. Eisenleckerin, und Sie haben aber auch noch andere Hobbys. Eben, Jassen haben Sie schon angesprochen. Dann Basketball, Wakeboarden, den Garten. Wo findet man so viel Zeit? Wenn Sie sagen, die Studien sind alle so streng und so lang gegangen. Das war wirklich heftig. Ja. Nebenbei noch in der Nazi B Basketball gespielt. Ich hätte auch weitergehen können, ich aber nicht wählen, weil ich noch mehr trainieren musste. Da war ich übrigens Scoreleaderin, viele, viele Jahre. Dass wir das auch noch erwähnt haben. Ja, das haben wir auch noch erwähnt. Ja, irgendwie der Reihe nach. Und ich schlafe wenig. Das war schon als Kind so. Das ist immer noch so. Das ist ein grosses Glück, dass ich nicht viel Schlaf brauche. Ja, das geht dann halt auch vielleicht ein bisschen zulasten von anderen privaten Aktivitäten. Aber der Victor ist immer zufrieden. Ich habe den Garten angesprochen. Was pflanzen Sie da aktuell? Also ich habe ein Dach. Das ist grossartig. Alles. Also von Kitschblumen bis Bohnen über Zucchetti, die ganz schlecht gekommen sind dieses Jahr. Himbeere, Brombeere, Eppere, Tomaten. Also fast schon Selbstversorgerin? Mit Bohnen und Zucchetti. Wenn Zucchetti kommen, bin ich das zweite Selbstversorgerin. Ja. Mhm. Gut. Mais habe ich das Jahr. Mais haben wir auch noch. Aber der Wind dieses Jahr war ganz schlecht für den Mais. Gut. Man darf schon sagen, Sie sind sehr überzeugt von sich selber. Was können Sie hingegen Wieso? Gar nicht? Sie treten sehr selbstbewusst auf. Sie wissen, was Sie können. Und das ist ja auch nicht unbedingt eine negative Eigenschaft. Und trotzdem nehme ich jetzt eben Wunder, was können Sie überhaupt nicht? Pneu wechseln. Für das gibt es Männer. Für das sind Männer dann gut. Ja, genau. Aber nur die ungeschminkt sind. Nur die ungeschminkt sind, genau. Und nur einen Waschlappen und Zahnbürste, die natürlich haben. Gut. Sie sind eine Politikerin, die ganz sicher polarisiert. Sie sind aber auch Geschäftsfrau. Sie haben seit über 20 Jahren eine eigene Firma. Sie haben mal gesagt, Sie haben damals, ich glaube, etwa 5 Jahre durchgeschafft, pro Nacht nur 2 Stunden geschlafen, ja, um die Firma aufzubauen. Das kann man ja fast nicht glauben. Wie geht das? Ja, das habe ich eigentlich auch nicht geglaubt. Ich habe immer gefunden, das kann man gar nicht schaffen. Also ist doch körperlich nicht möglich. 2 Stunden? Wohl. Offenbar ist es das. Ja, da bin ich jetzt sehr überrascht. Was hat Ihr Mann damals dazu gesagt? Der hat einmal, also es hat Phasen gegeben, wo ich wirklich sicher pro Woche eine Freinacht gemacht habe. Manchmal bin ich 2 Wochen gar nicht mehr heimgekommen. Und dann hat er mir einmal Ersatzwäsche und Kleider gebracht. Und ja, so war das halt gewesen. Das hat so müssen sein. Ich glaube, die Menschen sind, wenn sie müssen, enorm leistungsfähig. Oder ich meine, wenn das nicht so wäre, es würde niemand eine Tour de France durchstehen können. Dann schaue ich dann auch einmal zu und denke, wie ist das möglich? Oder wie kann jemand, ich weiß auch nicht, jeden Tag irgendwie 9 Stunden in den Pedal trampen? Und da möchte ich vielleicht kurz einhaken. Es ist so, wenn Sie sagen, wenn man muss, dann funktioniert es. Vielleicht auch ein dunkles Kapitel anschneiden. Sie haben mehrere Sachen überlebt, die man eigentlich nicht zwingend kann oder normalerweise überlebt, wie zum Beispiel ein Lawinenunglück, der Flugzeugabsturz 2001 mit 24 Toten. Was haben Sie das Gefühl? Warum ist das genau Ihnen passiert, dass Sie das gleich wieder geschafft haben? Ja, das waren ein paar andere Sachen. Ich bin einmal von einem Balkon runtergefallen, 20 Meter drüber, und habe mich dann an einer Bösche, bin ich 7 oder 8, habe ich mich gerade noch an der Brüstung festhalten und bin dann mirakulöserweise da irgendwie wieder raufgeklettert. Das habe ich nie meiner Mutter erzählt. Und bei der Lawine, das war sicher auch eine Erfahrung, wie viel möglich ist, wenn man muss. Da entwickelt, und das ist die gute Nachricht, man entwickelt Kräfte, wo man nie gedacht hat, dass sie da sind. Also ich war dort wirklich eingeschüttet, 1 Meter Schnee oben an mir, und dann habe ich irgendwie wirklich einbetoniert. Ich habe Gott sei Dank gewusst, weil ich ein Lichtkegel war, habe ich gewusst, wo oben ist. Und da habe ich so an die Karate-Menschen gedacht, oder, wo so sich konzentrieren und dann machen so, wow, da können sie so Bachsteine verhauen und so. Und da habe ich irgendwie, die habe ich immer gesehen im Irchel, wo ich einmal bin, go Basketball trainieren. Oder im Zoo oben sind die immer vor mir am Trainieren gsi mit ihrem rituellen Zeug, wo ich immer ein bisschen
eigenartig gefunden, aber auch die habe ich irgendwie gedacht. Und dann habe ich gedacht, okay, ich habe eine Chance. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt musst du da irgendwie die Energie da irgendwo dorthin, wo du drücken, leiten. Und das ist dann... Es hat funktioniert. Mirakulöserweise ist genau das passiert. Also Jacqueline Badran, unzerstörbar. Wahrscheinlich auch in der Politik. Vor kurzem hat die letzte so Geschichte um sie. Sie haben, haben sich eine Stadtratskandidatur überlegt, dann doch nicht gemacht. Ein Thema, das sie wahnsinnig gerne darüber reden. Wieso nicht? Weil alle mich stalken, alle Journalisten. Das war ja der Witz. Sie sind schon die ganze Zeit gekommen, alle alten Teufel. Und ja, Badran kandidieren sie jetzt. Und das soll man endlich bekannt geben. Dann haben wir gedacht, ja, irgendwann einmal, jetzt tun wir mal sagen, wer sich Kandidaturen überlegt. Weil wenn jeden Tag irgendwie die Medien schaffen, dann drucken. Und nachher, wo dann das draussen war, ich meine, also in Tagesbasis, und zwar egal welches Medium, wollen wissen, ob ich mich jetzt schon entschieden habe. Es haben sich alle gerissen um sie. Nicht um mich, sondern um die Tatsache. Also es ist alles so immer personenorientiert. Das ist natürlich einfacher Journalismus, wie recherchieren und ein bisschen tief einsteigen. Einfach ein bisschen quoten und ein bisschen people's business machen. Ja. Haben Sie das Gefühl, das ist ein einfacher Job? Ja, das ist einfach. Also gut, das lassen wir jetzt einfach so stehen. Ja. Vielleicht noch kurz, wir gehen auf Ihren Job ein. Ein Thema von Ihnen, ein Herzensthema, das CO2-Gesetz, gescheitert. Ist das für Sie eine persönliche Niederlage gewesen? Ja. Ich habe hohe Identifikation mit dem Ganzen aus einer persönlichen Biografie. Ich bin da die Promenade in die Schule da hinten, ins Gymnasium. Und mit 18 habe ich im Geschichtspräferenzkurs eine Zukunftsausstellung gemacht. Ich habe gefunden, wir sind die Zukunft, wir machen jetzt etwas über die Zukunft und nicht über die Vergangenheit. Und dort hat es verschiedene Plakate gehabt, die den Treibhauseffekt erklären, die von Klimaflüchtlingen aufgezeigt hat und die von steigenden Meeresspiegel und untergehenden Inseln und Küstenregionen und von es wird mehr Unwetter geben, es wird mehr Extremwetterlagen geben. Und dann bin ich 18 gewesen, da habe ich gedacht, wow, das soll unsere Zukunft sein. Das müssen wir ändern. Wir schreiben das Jahr 1980. Ein Biologiestudium später, eins auch, wo ich sehr intensiv Umweltökonomie studiert habe an der Uni St. Gallen. Und es ist immer noch nichts. Ich meine, das ist wirklich 40, es ist 41 Jahre her, als ich vor diesen Plakaten gestanden bin. Und da sind Sie jetzt auch? Und das ist wirklich eine persönliche Niederlage. Ja. Und eigentlich bereue ich es, dass ich damals nicht, wie ich jetzt sollen, wahrscheinlich eine Klimabewegung oder eine Klimajugend hier gegründet habe. Ja. Das ist eine persönliche Niederlage. Ja. Eine letzte Frage habe ich noch. Wir wissen ja, dass Sie nicht bei allen Mitpolitikern gut ankommen. Welchem Mitpolitiker würden Sie am liebsten nie in der Sauna begegnen? Uff. Also, sorry, ich würde gar niemandem gerne in der Sauna begegnen. Also, sicher nicht männlichen Geschlechts. So von dem her kann ich das nicht präziser sagen. Wir merken uns das, Jacqueline Badran. Vielen, vielen herzlichen Dank. Sie haben sich Zeit genommen und sind so offen gewesen an unserem Sommertag. Ja, und Sie daheim können natürlich jetzt in unserem Wettbewerb wie immer etwas Schönes gewinnen. Jetzt beim Sommertalk-Wettbewerb mitmachen. Als Hauptpreis verlosen Tele Zürich den Fiat 500 im Wert von 17'100 Franken von der Häusermann Automobile in Zürich-Altstädte direkt an der Autobahn. Und zusätzlich verlosen wir täglich eine Autowäschkarte im Wert von 500 Franken für die Autowäsche und Innenreinigung bei Autop und Stützliwäsche. Für jedes Budget eine saubere Sache. Ab September neu auch in Bremgarten. Sagen Sie uns einfach, als was hat Jacqueline Badran mal geschafft? Antwort 1 als Primarlehrerin oder Antwort 2 als Skilehrerin? Rufen Sie ganz einfach an auf 0901 590 900 oder schreiben Sie ein SMS mit dem Wort «Tag» und der richtigen Lösungszahl an die Nummer 9988. Sie können natürlich auch eine Postkarte mit der Lösung an die eingeblendete Adresse schicken. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen daheim. Haben Sie eingeschaltet? Wünsche Ihnen weiterhin ganz einen schönen Abend. Ade miteinander.
Der Sommertalk ist Ihnen präsentiert worden von Pro Elektro. Kompetent, schnell, professionell.